Moin und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir befinden uns in Heilbronn, weil wir Spendi besuchen. Moin, es ist zwar komplett random, dass ich hier einfach auftauche, aber moin. Wahnsinn, das Ganze zu einem feierlichen Anlass, und zwar haben wir den dritten Advent. Erstmal den Adventskranz anzünden. Steckt schon bei dir, ne? Meiner steckt schon, kann ich auch. Oh, nee. Ich hab das Feuer, ich jag die Dinger gleich an. Ich freue mich. Ich mache hier heute den Anfang, weil ich sonst richtig Schiss hab. Und das ist auch eine Premiere für mich, also das erste Mal ein Böller in der Rosette. Ja, Mann! Ah, oh, nee! Also die dürfen sich auf was freuen hier. Ich bin als nächstes Ette. Du bist als nächstes. Okay, der zweite Partizipant. Wie fühlt sich? Das ist Routine. Dann wollen wir nicht lange schnacken. Was war das denn? Fehlzündung. Ja, warte, ich bleib direkt stehen. Ja, mach den auch an. Jo. Ich glaube, das kriegt man. Ui. Ja, bist du wach? Mann, dann auch. Muss ja nicht mehr lange. Advent. Advent! Nein! Ehrlich! Für den dritten Advent! Ich höre nicht, warum ihr wieder ab 18 auf gelb gestellt werden. Digga, das ist too much. Da bin ich raus. Lass mich raten, jetzt geht's ab zum Lidl, oder? Ja, ja, richtig. Ja. Ey, wir sind hier in der Lidl-Hauptstadt Deutschlands. Hier wurde Lidl gegründet, oder was? Ja, hier ist der Gründer, der Dieter Schwarz. Der wohnt da. Da wohnt er. Shoutouts Dieter Schwarz. Den schicken wir mal drüber. Danke für die Liebe! Das war zu Ehren, Mann. Wir haben jetzt unser Lidl-Frühstück genossen. Ich habe mir ein Weihnachtskleid angezogen zu dieser Festtagsstimmung. Dort drüben haben wir einen Laubhaufen gespottet, der offensichtlich zu weit weg ist, als dass ich ihn erreichen könnte mit einem Einkaufswagensprung. Deswegen werde ich höchstwahrscheinlich einfach nur davor auf der Wiese landen. Wünscht mir Glück. Tatsächlich ein ganz geiler Haufen. Also weich ist er, aber halt einfach viel zu weit weg. Ja, und Ette ist mein Rentier heute. Ich gebe Vollgas, aber so weit von. Ette ist Rentier. Gehen wir ans Ende vom Parkplatz und von da an den Anlauf. Sorry, einmal bitte weiterfahren, danke. Okay, und jetzt Vollgas! Ja, fröhliche Weihnachten oder was, und weiter zum nächsten Spot. Wir sind gerade ein bisschen hier durch die City in Heilbronn gesteppt und haben das übelst geile Parkhaus entdeckt. Sprossen bis nach oben, 4-5 Stück, und im 180-Grad-Winkel einmal hier drumherum. Gibt unendlich viele Möglichkeiten. Hochklettern, Schwinger-Priest, es gibt Präzisionssprünge eins nach dem anderen. Also ein oder andere Challenge zum Abhaken. Da wollen wir jetzt mal ausprobieren und gucken, wie weit wir hier kommen. Ja, und das Ganze jetzt oben auf der Stange. Natürlich deutlich scarier. Ja, passt, glaube ich. Drop kann man noch schön nehmen. Selbst wenn man ein bisschen zu weit oder zu wenig springt, kann man noch easy unten landen. Gerade noch angekündigt, dass du überhaupt keinen Bock auf den Drop hast. Nee, der war unschön, aber gut, manche muss auch Opfer nehmen. Geil, Alter. Ja. Ist schon geil, das Ganze an einem, ey. Das sind schon so 20 Stück hintereinander, glaube ich. Ist schon wild. Hörst dir auch ein bisschen außer Puste an. Ja, anstrengend. Und dann, wenn du die alle hintereinander machst, hier, das geht ja noch komplett rum. Ich probiere das Ganze jetzt mal von hier hinten direkt. Ich habe gerade durchgezählt, 20 sind es nicht genau, es sind 13. Aber vom Fokus her und von der Ausdauer schon Herausforderung. Also ich bin gespannt, wie weit ich hier beim ersten Versuch jetzt komme. Das Ding kommt in den Mund und dann seht ihr das Ganze aus dem Mund, aus meinen Augen quasi. Die anderen filmen natürlich auch noch. Einer. Siehst aus wie ein Franzose. Kann nicht erklären wieso, aber du siehst einfach aus wie ein Franzose. Weißt du, gestern Holländer, davor Deutsch, jetzt Französisch. Mr. Worldwide. Rundum-Paket ist halt. Jo. Mhm. Du bist ein Opa. Ja, yeah, geil Opa. Komm, Alter, Power Challenge. Hm. Hm. Hm.
Komm! Komm! Ja! Oh! Alter! Wir haben noch gefehlt. 1, 2, 3, 4 noch gefehlt. Alter, 9 Stück oder was? Alter, es wird geistkrank anstrengend. Puh! Schaffe ich aber, glaube ich. Alter, puh! Krass, so nach dem 5., 6. Oh, war schon hart. Nochmal. Direkt nochmal oder was? 2. Versuch. Jetzt 13 statt 9. Yes! Ja, Mann! Ui! Alter! Ja, weiter! Ja! Ja! Nein! Der Vorletzte! Oh, nee! Alter! Das kann nicht sein! Anstrengend ist halt. Das glaube ich dir. Ich bin auch 1, 2 Mal halt stecken geblieben dann. Ja, du hast 3, 4 hast einfach gestickt und dann weitergemacht. Die waren kacke, waren die. Hey, Alter, es kommt mir so viel länger darauf vor, so ein never ending, ey. Ja, glaube ich. Links und jedes Mal neuer Fokus, hört ja. Nicht auf. Die Dinger rauben mir so viel Kraft, der dritte muss es jetzt werden, weil sonst ist die Kraft noch weniger und dann schaffe ich es, glaube ich, nicht mehr. Also, der muss es jetzt sein. Ich bin zuversichtlich. Nein. Ja. Schön. Komm. Ja. Ja! Ja! Alter! Digga! Ja, Mann! Alter, war das schön mit dem Swing Gain am Ende! Die waren auch alle durch! Alter, Lachs! Durch. Wo kam die Power denn jetzt wieder her? Alter? Ehrlich, ne? Alle mitgenommen, ja. Keiner stehen geblieben. Einen habe ich so gelandet. Ich habe eigentlich alle Plattfuß gelandet. Mhm. Und irgendwie den drittletzten so, dass ich ein bisschen stecken geblieben bin. So Panik gekriegt, dachte, nee, ey, nicht noch einen, komm. Und dann, hier, geil, ey. Hast du gut kaschiert, hast du den? Ja, ja, sicher. Ein weiterer Beweis, es sind einfach 3. Alle guten Dinge sind 3. Das is it. Und damit geht's weiter in Heilbronn. Mal gucken, wo der uns die Suche als nächstes hin verschlägt. Wir haben eine absolute Madness hier in Heilbronn gefunden. Und zwar stehen wir hier gerade auf einer circa 12 Meter hohen Brücke. Relativ breite Fahrbahn und ein absoluter Bucketlist-Stunt wird heute hoffentlich hier absolviert. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, da hinten aufs Auto drauf, aufs Dach, einer fährt 30, 40, 50 km/h, mal gucken wie schnell und dann rein ins sehr, sehr kühle Nass. Das haben wir gestern schon einmal abgetaucht, um zu gucken, wie tief das ist. Ich glaube, das Szenario gucken wir uns einmal live an. Wart Jan? Kann ich mehr anhalten. Wart musst du? Ins Wasser kacken, zum ersten Mal in meinem Leben. Alter. Da hab ich so Angst vor. Nix. Wenn du mich hinsetzt, ist er raus. Oh, fuck, Digga. Nee. Nee, da bin ich raus. Da zieht sich die Wurst von alleine wieder hoch. Die Wurst im Meckern. Oh, nee, ich rutsch. Ist halt warm. Schöner Sommertag mit den Männern. Ah. Hätte ist da tief genug? Ist tief genug, also wir hatten so ungefähr 2-3 Meter über unseren Köpfen. Ist okay, es reicht. Was hältst du davon? Was ich davon halte? Digga, Gott sei Dank stecke ich nicht in euren Körper. Geil, ey, wenn man noch einen Extern dabei hat, der einem nochmal aufzeigt, wie geil das eigentlich ist. Definitiv ein gewagtes Manöver, aber wir haben das alle schon 1000 Mal gemacht. Zumindest das von der Brücke springen. Wir wissen, wie man unten im Wasser landet. Macht das nicht zu Hause nach, macht das nicht auf eurer lokalen Brücke nach. Ja, ist schon gefährliches Manöver, aber Spaß bringt es definitiv für alle, Mann. Du hast es falsch formuliert. Wir sind Profis und haben keine Ahnung, was wir tun. Wir haben alle Bock, aber sowas von Bock. Ich bin Uwe, ich bin auch dabei. Dann kann er gar nicht so schief gehen. Wir haben hier Grip Tape verteilt. Jan stellt sich jetzt einmal auf die Karre und guckt, wie sich das verhält beim Fahren. Ette fährt jetzt einmal ungefähr die Geschwindigkeit, die wir gleich auch drauf haben. Und ja, gucken wir mal. Also du kannst hier mit 500 km/h fahren und stehst da locker drauf, weil es überhaupt kein Problem dann auch zu stehen. Wie schnell war das jetzt? 20, ja. Wir waren 20 km/h. Safe, mhm. Okay. Gar kein Problem, ehrlich. Ja, easy. Wie schnell war das? Da waren jetzt glaube ich so circa 30. Das waren 30? Ja, ich glaube ein bisschen weniger vielleicht. Ja, dann lass gleich hochgehen, dann springen. Scheißegal, 30. Okay, geil. Ja, ist gar kein Thema. Also, ist easy. War irgendwann unter 30 wieder. Ja? Ja. Okay. Okay, jetzt bin ich dran. Ich will nämlich auch mal. Alter! Junge! Was machst du da? Hey,
Digga, ich habe wirklich sogar, also einmal war ein bisschen mehr Gas, aber jetzt nicht so krass. Also das war wirklich sehr gleichmäßig. Wie schnell waren wir? 25. Fand's krass. Also wenn man nicht so einen sicheren Halt hat da oben, dann ist das schon krass, finde ich. Aber gut, man hält sich schon. Dwayne und ich befinden uns jetzt im Auto. Wir sind jetzt gerade auf der Brücke drauf, machen uns bereit und dann geht's für Dwayne rein. Er wird sich aufs Auto stellen und wir fahren mit 30 km/h über die Brücke und dann geht's runter für den Jungen. Wie fühlt sich? Ja, ich habe Angst. Also wirklich vor dem Wasser. Ne? Ich habe so Angst vor der Kälte, die da unten ist. Ich habe Angst zu verkrampfen wieder. Das letzte Mal im Kanal passiert, da bin ich nochmal Bock drauf, weil hier musst du wirklich weit rausschwimmen. Das sind ein paar Meterchen. Also Meter im Wasser sind schon mehr als auf dem Land auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich bin auch sehr angespannt tatsächlich. Ich weiß nämlich, mir steht das Gleiche bevor, aber es ist natürlich gut, schon mal zu wissen, dass es da möglich ist. Ja, einer der Vorstellungen ist immer gut. Mir sind die Konsequenzen des Sprungs ganz ehrlich scheißegal. Mir geht es nur um die Wassertemperatur. Eine Sache ist uns noch aufgefallen, eine kleine Raffinesse, nämlich dieses Ortseingangsschild da vorne. Das könnte sehr knapp im Kopf werden. Mein Auto plus ein Dwayne noch oben drauf, das könnte schon sehr knapp werden. Es ist inzwischen ein bisschen später geworden. Es hat angefangen zu regnen. Es ist düster. Wir waren gerade Vermessungstypen von der Brücke. Wollte man natürlich nicht springen in der Zeit, wo die da sind. Nicht, dass die Polizei dann rufen. Außerdem waren die auch genau auf dem Bürgersteig, wo wir fahren wollen. Bedingungen sind jetzt absolut scheiße. Und für uns geht es jetzt aber rein. Anspannung ist natürlich zu spüren. Wild. Es ist wild. Wilder als zuvor sogar noch. Okay? Ja. Warte. Der ist zu weit weg. Boah, war das scary. Boah, mein Herz ist mir in die Hose gerutscht, ey. Ich dachte, er verpasst den Moment und springt gleich in die Laterne rein oder so. Oder springt ans Ufer. Alter Lex. Alle bereit? Okay, fahr so nah, wie du kannst. Ja. Oh shit, Digga! Dwayne, alles okay? Alles gut? Alter, fuck. Digga! Genau das habe ich mir gedacht. Man verliert komplett die Achse. Ja. Puh! Kann ich sprechen, weil es so kalt. Ja, alles easy. Nimm direkt Handtuch, Alter. Ich habe mich so auf die Seite gelegt. Also wenn Jan den noch flippen will, Halleluja, Alter. Man darf echt nicht unterschätzen, Digga, das Gap ist immer noch enorm, ne? Echt? Ja. Ich wollte dich eigentlich nach dem Sprung fragen, wie der Impact war, aber ich glaube, die Frage hat sich erübrigt. Das scheppert auf jeden Fall. Also kaltes Wasser ist auf jeden Fall härter als warmes Wasser. Geil. Das war eigentlich das beste Szenario, was man sich vorstellen kann. Ja, safe. Der Clip wenigstens gut geschossen. Ja, safe. Aber gut, der kalte Wasser hat direkt überall alle genauso wehtun lassen wie die Stelle, wo ich aufgeschlagen bin. Also war ein ausgeglichener Schmerz. Als nächster ist Jan dran. Jan macht sich gerade warm. Er will das Ganze nämlich flippen oder irgendeinen Trick mit einbauen. Absolut insane. Ich weiß noch nicht was, das entscheide ich ganz spontan beim Anfahren, weil das ist schon wirklich gruselig. Absolut. Ich bin auch relativ nervös, muss ich sagen. Ja. Verständlich. Dwayne hatte gerade nicht die beste Landung. Ich bin, glaube ich, echt ein bisschen sehr schnell gefahren. Ich war definitiv über 30. Für Jan werden wir jetzt ein ganz kleines bisschen langsamer fahren. Und dann hoffen wir mal, dass das alles klappt. Okay. Jan springt als nächstes. Ich habe mich bereit gemacht für den absoluten Notfall. Da springe ich hinterher und rette Jan da raus, weil er hat schon noch was Wilderes vor. Was genau werden wir jetzt sehen? Jo! Digga, seid ihr mit 10 gefahren oder was? Ja. Das war ja mies langsam, aber war geil. Ich geh direkt nochmal hoch. Besser wäre nämlich, weil das war echt langsam. Ich sag mal so, Double oder nix. Ey, so crazy, ey, ehrlich. Ich bin deutlich langsamer auf jeden Fall gefahren und ja, geil. Mir fehlen die Worte gerade ein bisschen, Alter. Keine Ahnung, ey. Jan wird schneller fahren. Gut, Jan wird schneller fahren. Oh, okay. War geil, aber war definitiv viel zu kontrolliert. Deswegen mindestens 15 km/h schneller jetzt. Und dann nochmal rein in den Holger und nochmal scheppern lassen. Ich meine, ich muss ja auch als Safety hier irgendwie eine Rolle übernehmen. Also kann ja nicht sein, dass ich hier einfach nur rumstehe. Da muss ja auch mal was passieren. Okay, jetzt aber zweiter Versuch. Komm, Digga. Näher ran. Junge! Alter, ich bin überlegen!
Der war so nah, der hätte mir safe die Mütze vom Kopf klauen können. Alter! Digga, das war so nah. Das war geisteskrank. Der ist über dich drüber. Ja. Alter, der ist direkt über mich. Der hätte mir safe eine Schelle geben können in der Luft. Geisteskrank. Ich habe nur gesehen, der ist da vorne irgendwo abgesprungen. Ich dachte so, Alter, der ist doch noch der erste Ufer. Junge, geil. Ich hätte Jasper einen High Five geben können. Direkt über ihm. Und Ette ist gefahren. Die meint, schneller, schneller, Digga. Da geht noch was schneller. Boom. Geil. Ja, der hat richtig Spaß gemacht. Also, wäre das hier gerade Sommer, ne? Dann würde ich, glaube ich, noch 50 Mal mich aufs Auto stellen. Ich habe mich gerade auch einmal aufs Autodach gestellt und habe mir den Sprung angeguckt, ob ich den vielleicht machen kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist noch zu heftig für mich. Der letzte Sprung, den ich gemacht habe ins Wasser, waren die 25 Meter, bei denen ich mir das vordere Kreuzband und das Innenband angerissen habe. Es ist schon eine ordentliche Weite, die man hier zurücklegen muss zur Seite. Und dabei muss man halt nach vorne springen, weil sonst passiert genau dasselbe wie bei Dwayne. Und die zieht komplett die Beine weg und du landest einfach komplett unkontrolliert irgendwie im Wasser. Und darauf habe ich auch keinen Bock. Aber einfach so mit dem Hintergrundwissen, dass der letzte Sprung so schief gegangen ist, habe ich einfach auch so eine mentale Blockade. Wird leider heute nichts für mich. Wie ist es bei dir? Das ist schon ein Gap, da hast du wohl wahr, ey. Jetzt wird es auch noch dunkel, das Wasser siehst du überhaupt nicht. Ja, lass mal Karren umdrehen und dann gucke ich einmal. Vielleicht kriegen wir ja noch einen geschafften von da. Das ist ein Ekelhaft nicht zu überbieten. Jetzt sag bloß. Erstmal ist es dunkel, also. Ich sehe nichts. Dann natürlich hier noch mit Vollschmackes. Dann kommt das Schild noch, wo du dich runter bücken musst. Zieh dich aus, drauf und runter. Wir haben jetzt Trick 17 angewandt und den Scheinwerfer hier positioniert. Wie man sieht, ist da so ein Punkt. Und wenn Etienne da landet, sieht er auch, wo er landet. Ja, wenn nicht, dann halt nicht. Das Wasser, das Klatsch, das ist nicht zu hoch. Du wirst kontrolliert halbwegs landen. Und dann ist geil, ey. Ja, okay. Lass machen. Ah, da habe ich Bock drauf, mir jetzt anzugucken. Das ist schon nochmal richtig geil, mit Laternenlicht und alles. Geil, Alter! Woohoo! Alter Lachs. Da bleibt ja echt die Luft weg hier drin. Absprung war okay, meine Beine wurden jetzt nicht großartig weggerissen, also es ging. Man hat so in meinem Absprung gemerkt, so okay, ein bisschen tritt man ins Leere, aber es war okay. Dann dachte ich, hä, Alter, wo ist das Wasser, wo ist das? Es kam nicht. Ich habe mich komplett ausgestreckt, ready für die Landung gemacht und es waren immer noch 3-4 Meter oder so. Boah, ekelhaft, aber dann war ich unter Wasser, dachte so, okay, geil, auch gar nicht so kalt. Und dann tauchst du auf, versuchst du einmal zu sagen, yo, alles easy, kurz einmal was zu sagen und dann merkst du, Alter, du hast überhaupt gar keine Luft. Das Wasser, dieses kalte Wasser, das drückt so krass auf die Lunge. Alter Lachs, hat schon echt kurze Überwindung gekostet da anfangs. Auch dann mit dem unterm Schild runterherducken da. Ekelhaft, aber geil, ey. So, Eisbahn war ich für heute jetzt auch. Ich würde sagen, weiter geht's. Es ist mittlerweile Tag 3 bei unserem kleinen Deutschland-Trip. Wir sind immer noch in Baden-Württemberg, haben gestern allerdings Heilbronn verlassen und sind jetzt schon in Stuttgart. Sind hier in irgendeinem richtig schönen Wald gelandet. Gestern nur noch zu Bett gelegt und es hat die ganze Nacht durchgeplästert. Es hat in einer Tour geplästert und die Zelte sind nass. Es ist komplett nass, Alter. Ich habe mir gestern einen neuen Schlafsack gekauft, weil der davor träg war und nicht für die Temperaturen gedacht. Hab einen neuen, kann der jetzt wegschmeißen. Aber schön ist es in dem Wald hier trotzdem. Deswegen mal ein paar Einblicke von hier. Der Morgentau ist mittlerweile übergegangen in Regenwetter. Wir sind jetzt in Nürnberg angekommen. Wir waren den ganzen Tag unterwegs im Auto, haben heute Morgen Jasper abgesetzt und zwar in Stuttgart, weil er nach Hause muss. Wir schauen uns jetzt in Nürnberg die Stadt an, haben es leider nicht geschafft, heute am Tag viel zu machen, aufgrund der Fahrerei, weil wir wenig geschlafen haben, wie ihr heute Morgen gesehen habt. Und der Sprung von gestern liegt uns natürlich auch noch in den Knochen. Was uns allerdings erleichtern würde, hier Spots zu finden, wäre City Legends. Absolut, City Legends ist immer absolut Wahnsinn, wenn man unterwegs ist, wenn man nicht genau weiß, wo die guten Spots in einer Stadt sind oder wo man genau hingehen soll zum Trainieren. Das Ganze ist in Nürnberg leider jetzt nämlich nicht der Fall gewesen, keine Spots eingetragen. Deswegen tragt in eurer Stadt auf jeden Fall die Spots ein. City Legends, der Download-Link ist unten in der Beschreibung, ist eine Parcours-App, wenn ihr es noch nicht wusstet. Das Geile ist, ihr könnt die Spots nicht nur eintragen, ihr könnt die Spots auch noch haargenau bewerten. Ihr könnt schreiben, wie gut der Spot im Vergleich zu anderen ist. Ihr könnt Sterne vergeben, ihr könnt angeben, ob man oft gekickt wird, wie die Qualität vom Spot ist, ob der bröselig ist, ob der schon kaputt ist, ob man vorsichtig sein muss. Ihr könnt Clips vom Spot hochladen.
hochladen, Fotos hochladen, sodass man alles über den Spot eigentlich schon weiß und Leute, die vielleicht neu in der Stadt sind, genau wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie zu dem Spot gehen. Also, City Legends, absolute Download-Empfehlung für alle, die Parcours machen. Link in der Beschreibung, downloaden und allen, die Parcours machen, die viel unterwegs sind, damit helfen. Damit geht es für uns weiter Richtung Osten. Ah, da erzählen wir euch gleich im Auto was drüber. Wir haben doch noch was gefunden. Ja, mal gucken. Der ist schon abgefuckt, der Sprung hier unten in den Container. Das Ding ist halt, das sieht aus wie Sand, ist aber kein Sand. Das ist Bauschutt, das heißt, das ist da oben echt steinhart. Da haben so eine kleine Plateau da oben drauf geformt, so ungefähr da. Für gewöhnlich rollst du ja beim Parcours, da machst du einen Animal Walk nach vorne. Da hast du halt nicht so viel Platz. Nach, ich sag mal, ungefähr 30 cm ist da eine Wand vor dir. Geil ist das! Geil! Wir befinden uns wieder im Auto. Es ist inzwischen stockdunkel draußen, immer noch am Regnen und für uns sind es immer noch 2,5 Stunden Fahrt. Wir fahren nämlich in den Osten rein. Genau, unser Roadtrip durch Deutschland geht weiter, tief in Osten. Was im Osten so absolviert wird, was euch nächste Woche erwartet, hier mal ein kleiner Einspieler schon mal. Ja! Ich will mit dem Bike dann runterspringen, kleinen 30 Meter Drop. Alter Lachs, Wilde sind geworden, damit bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Dwayne! Outro! Oh! Ich kann nicht mehr! Erster Wasserschutz komplett! Sorry, Alter! Dem brennt halt alles ab danach. Da brennt wirklich alles ab. Bevor ich hab mal noch ein bisschen da unten. Lag ja, du kleiner N***. Oh nee! Jetzt ist der bei uns hier drin oder was? Ist zurückgeflogen. Alter, sieht das geil aus. Oh nee!